Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr im Ausbruchmodus unsichtbar werden könnt. Das heißt, die Zombies sehen euch alle nicht und gleichzeitig bekommt ihr auch gar keinen Damage von überhaupt nichts. So, wie das Ganze geht, zeige ich euch jetzt, aber hierfür braucht ihr einen Freund, der euch dabei hilft. Als allererstes braucht ihr 250 seltenen Schrott, damit ihr euch den Helikopterschützen kaufen könnt. Und als zweites braucht ihr ein Fahrzeug, Leute. So, wir haben jetzt hier diesen Jetski genommen. Und zwar fahrt ihr mit diesem Jetski so nah an diesen Teleporter wie möglich. Also diese Distanz, die wir im Video nehmen, das reicht vollkommen aus. Dann macht das am besten auch so. Derjenige, der unsichtbar werden will, geht vorne auf diesen Jetski drauf und euer Kumpel fährt den dann. Ihr aktiviert jetzt euren Helikopterschützen und während ihr das aktiviert, fährt euer Kumpel dann in den Teleporter rein. Und wenn er das dann gemacht hat, dann werdet ihr hier teleportiert. Während der Teleportation seht ihr, dass ihr im Zielvisier seid vom Helikopterschützen und danach bricht das auch schon ab und ihr seid jetzt für die Zombies unsichtbar. Wie ihr seht, ignorieren mich auch die Hunde hier und auch wenn ich in deren Gas stehe, kriege ich keinen Damage. Der einzige Nachteil bei diesem Glitch ist, dass wenn ihr in die nächste Runde teleportiert werdet bzw. eine Runde beendet habt und in die nächste kommt, dass ihr das dann wieder von vorne machen müsst. Wenn ihr dann unsichtbar seid, dann könnt ihr eure Fettausrüstung auch nicht mehr aktivieren und sobald ihr noch ein Heli aktiviert, dann seid ihr wieder für die Zombies sichtbar. Noch ein großer Vorteil an diesem Glitch ist, dass jeder in der Lobby in diesen Glitch kann. Jeder kann sich also unsichtbar machen, Leute. Das ist sehr gut für High Rounds, weil es dort ein bisschen kniffliger wird, dann könnt ihr das ein bisschen easier machen. Und ja, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls ihr noch kein Abo bei mir habt, könnt ihr das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Dann sehen wir uns beim nächsten Video oder im nächsten Stream. Ciao.